Kanzler hier am Flughafen Hannover. Natürlich ist das Thema Flugzeug ein ganz, ganz emotionales. Und so sind wir auf die Idee gekommen, diese Marken mit dem Flugzeug zu verbinden, sie als Marktbotschafter einzusetzen, unsere Flugzeuge. Und das Ergebnis sehen Sie heute. Und ich glaube, da können wir ganz, ganz stolz drauf sein. Ja, das ist heute ein ganz besonderer Tag und wenn man sich die Flugzeuge anschaut, dann sind das echte Hingucker. Sie alle wissen, wie sehr ich auf Marken stehe und ich muss sagen, heute bin ich besonders stolz, dass wir hier was haben, wo wir, glaube ich, alle gemeinsam stolz drauf sein können. Sie wissen, die TUI verkauft viele Hotels an viele Gäste und das ist auch ganz, ganz wichtig. Der Kunde will ein breites Angebot. Er hat oftmals eine Beziehung zu seinem Hotel und das müssen wir ihm als TUI anbieten. Wir glauben oder wir sind davon überzeugt, dass wir das breiteste All-Inclusive-Club-Angebot im deutschsprachigen Raum haben. Der Flieger wird uns Richtungen zeigen, die einerseits in die Fernstrecke gehen, wie Mexiko oder auch Thailand, wo wir gerade Clubanlagen suchen, aber auch in der Mittelstrecke wird es neue Anlagen geben und wir haben in diesem Jahr bereits zwei neue Clubanlagen, nämlich eine in Araxos, Peloponnes auf dem griechischen Festland, Kelini Beach, wunderschöne Anlage, die gerade renoviert wird, und eine andere Anlage, das wird die größte von Robinson sein, auch eine sehr schöne Anlage in Belek in Antalya, wo wir jetzt im April, Ende April öffnen werden. Wir haben uns drei Ziele gesetzt, die wir in den nächsten Jahren umsetzen möchten bei TUI Magic Life. Zum einen möchten wir sehr intensiv an der Qualität und der Gästezufriedenheit arbeiten. Das zweite Ziel ist ganz klar Wachstum. Und das dritte Ziel ist natürlich, dass wir intensiv die Rendite und Wirtschaftlichkeit verbessern möchten. Von dieser tollen Maschine stehen zu dürfen. Das geht schon ein bisschen ans Herz. Hier wächst heute zusammen, was zusammengehört. Und ich wünsche dem Flugzeug immer viel Glück und immer ein Happy Landing für alle miteinander. Es ist eben nicht nur einfach umlackieren, sondern es ist, macht jetzt nach außen deutlich, dass wir wirklich ein integrierter Touristikkonzern sind. Unsere Marke TUI wird eine einheitliche Marke weltweit, aber auch, eins ist auch klar, die Hotels sind sehr spezifisch für spezielle Kundengruppen und heute haben wir eben TUI Magic Life und Robinson Maschinen getauft. Das sind tolle Markenbotschafter und das zeigt eben, dass wir integriert Hotels und Flugzeuge machen und das ist eben, finde ich, besonders schön und das zeichnet uns aus, das macht kein anderes Unternehmen.